Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. Nächster Redner ist der Abgeordnete Heidkamp für die Fraktion der AfD. Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht, Herr Kollege Heidkamp. Kollegin Faeser hatte sich zu einer Kursintervention gemeldet. Bitte, war ein Fehler. Ich bitte sehr um Verzeihung. Also, Herr Kollege Wagner, ich muss sagen, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, hier sich hinzustellen und anderen Polemik vorzuwerfen, finde ich angesichts der Rede eben schon vermessen, meine Damen und Herren. Doch, ich habe sehr genau zugehört. Herr Kollege Wagner, ich habe mich gemeldet, weil Sie immer wieder damit kommen, zu sagen, sagen Sie das auch der Kollegin Dreyer oder sagen Sie das dem Herrn, dem zukünftigen, hoffentlich Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Ja, und zwar deshalb, weil es einen entscheidenden Unterschied zwischen den Sondervermögen im Bundeshaushalt, das zeigt schon das Wort, und auch in Rheinland-Pfalz gibt, weil die ihr Sondervermögen, was, da gebe ich Ihnen ja vollkommen recht, der Staatsgerichtshof gesagt hat, dass man so etwas in Krisenzeiten machen kann, im Haushalt integriert war. Und damit auch diese Rechtsverletzung, die Sie gemacht haben, eben nicht begangen hat, es nebendran zu stellen und das Parlament nicht zu beteiligen, meine Damen und Herren. Und das gehört nämlich genau dazu. Und dass Sie ignorieren in Ihren Reden und nämlich genau Nebelkerzen damit werfen, indem Sie anfangen, über Corona-Maßnahmen zu reden. Die waren nicht Bestandteil der Überprüfung des Staatsgerichtshofes. Das ist doch sehr. Nein, es geht darum, dass Sie hier rechtswidrig am Parlament vorbei sich selbst Geld bewilligt haben. Darum geht es, meine Damen und Herren von der CDU. Das ist doch genau der Unterschied. Das ist doch genau der Unterschied. Und deswegen hören Sie auf damit, das immer wieder hier zu sagen, da sind Sie doch auch einverstanden. Ja, selbstverständlich sind wir einverstanden. Und im Gegenteil, wir finden manches zu wenig, zum Beispiel wie Krankenhäusern in Hessen zu wenig geholfen wird im Zeitpunkt der Krise. Da können wir auch gerne darüber diskutieren. Und es wäre auch angemessen, es hat nichts damit zu tun, dass Sie am Parlament vorbei die Rechte dieses Hauses verletzt haben und sich selbst ein Wahlkampfbudget geschaffen haben, meine Damen und Herren. Sie müssten jetzt zum Ende kommen, Frau Faeser. Und nur noch einmal, Sie haben ja jetzt die Chance zu reagieren. Warum sagen Sie nichts zur viel zu hohen Bewilligung von 12 Milliarden € und viel zu langen Laufzeit, weil das hat Ihnen der Staatsgerichtshof mitgegeben. Das ist genau verfassungswidrig. Vielen Dank, Frau Faeser. Herr Abg. Wagner, Sie haben die Möglichkeit zu entgegnen. Ebenfalls 2 Minuten. Frau Kollegin Faeser, es scheint ja immer großen Erklärungsbedarf zu geben, wenn wir Ihnen die einfache Frage stellen, warum in Hessen falsch ist, was in Rheinland-Pfalz richtig ist. Weil Sie melden sich regelmäßig an diesem Punkt mehrmals zu Wort. Und Sie können sich das nicht so einfach machen, weil Sie wissen, dass das Sondervermögen in Rheinland-Pfalz ebenfalls beklagt ist. Und mit sehr ähnlichen Argumenten beklagt ist, wie Sie das Sondervermögen in Hessen beklagt haben. Ich werfe Ihnen das ja ausdrücklich nicht vor, wäre ja auch absurd, weil wir haben es ja auch in Rheinland-Pfalz mitverantwortet. Der entscheidende Punkt, Frau Kollegin Faeser, ist der, ob diese Wortwahl, die Sie hier ergreifen, und ob dieses Unterstellen von niederen Motiven und diese Behauptung, warum wir dieses oder jenes gemacht hätten, ob das nicht vielleicht ein bisschen übertrieben ist, wenn man in anderen Bundesländern genau das Gleiche macht. Das ist der einzige Punkt, Frau Kollegin Faeser, auf den ich hinweise. Ich will Sie auf noch etwas hinweisen. Wenn Sie das Staatsgerichtshofurteil genau gelesen haben, was Sie sicher haben, dann geht genau das, was Sie in Ihrem Antrag machen
Und das, was Sie hier eben am Redepult gemacht haben, nämlich einmal freihändig erklären, wo mehr investiert werden müsste, das geht nach dem Urteil des Staatsgerichtshofs ausdrücklich nicht, Frau Kollegin Faeser. Weil Sie müssen es begründen. Und auch das ist wieder mein ganz einfaches Argument, Frau Kollegin Faeser. Sie können sich nicht im einen Teil Ihrer Rede das eine Argument aussuchen und wenn es im zweiten Teil Ihrer Rede nicht mehr passt, es genau zu ignorieren. Nur darauf wollte ich in aller Freundschaft, vielleicht hätte ich es noch zugewandter machen können, aber darauf wollte ich lediglich hinweisen, Frau Kollegin Faeser, man kann sich die Argumente nicht aussuchen, wie es gerade passt. Und man kann sich die Argumente nicht danach aussuchen, ob man gerade auf der einen Seite des Rheins ist oder auf der anderen, und ob man gerade in der Opposition ist oder ob man gerade in der Regierung ist, oder es gar nicht abwarten kann, dass Olaf Scholz Bundeskanzler wird. Darauf wollte ich hinweisen. Danke, Herr Wagner. Jetzt ist aber endgültig der nächste Redner, der Abg. Heidkamp für die Fraktion der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, damit es nicht verloren geht, wir haben sofort nach dem Urteil des Staatsgerichts beantragt, dass der Staatsminister Boddenberg zurücktreten sollte. Frau Faeser, ich habe eins in Verhandlungen mit Chinesen gelernt. Man sollte nie drohen, wenn man nicht bereit ist, die Drohung wahrzumachen. Ich habe Ihnen hier etwas mitgebracht. Das ist der Artikel 114 der Hessischen Verfassung. Nach diesem können ein Sechstel der Abgeordneten dem Ministerpräsidenten das Vertrauen versagen. Wir haben dieses ein Sechstel nicht. Es hätte auch überhaupt keinen Sinn, dass wir den Antrag stellen, denn Sie stimmen ja alle dagegen, nicht wahr? Stellen Sie den Antrag, und wir stimmen mit Ihnen ab. Ja, Sie haben gedroht. Das Gesetz über das Sondervermögen Hessische gute Zukunft sichern vom 4. Juli 2020, Herr Boddenberg, ich muss Ihnen noch einmal wiederholen, ist laut Hessischem Staatsgerichtshof mit der Verfassung des Landes Hessens unvereinbar, also verfassungswidrig. Der Normenkontrollantrag der Alternative für Deutschland wurde vom Staatsgerichtshof zusätzlich und insgesamt begründet erachtet. Insgesamt nur der Antrag der AfD. Weitere Anträge anderer Funktionen waren zum Teil ja hilfreich. Es hätte ihrer für das Verfahren und für das Urteil aber nicht bedurft. Nach einer Übergangsfrist – und Herr Boddenberg, das finde ich ja klasse, dass Sie sich das jetzt zuschreiben als positiv, dass Sie bis zum 31.03. noch weitermachen können – das ist eine Gnadenfrist, die dieses Urteil Ihnen gegeben hat. Und spätestens ab dem 31. März 2022 muss das Sondervermögen abgelöst werden. Während dieser Übergangszeit können bereits genehmigte Maßnahmen, da sind Sie ja so stolz drauf, und insbesondere eingegangene Verpflichtungen gegenüber Dritten, und das ist wichtig, unter strengen Bedingungen noch abgewickelt werden. Wir halten dies für ein weises, salomonisches Vorgehen, wobei die Terminologie für genehmigte Maßnahmen und eingegangene Verpflichtungen noch eindeutig festgelegt werden muss. Der Staatsgerichtshof ist für diese Übergangsregelung eindeutig von Maßnahmen und eingegangenen Verpflichtungen gegenüber Dritten ausgegangen. Es kann sich also nicht um Restposten von bereits erteilten oder sogar neue Genehmigungen im Haushaltsausschuss, nicht um Genehmigungen unterhalb der 1-Millionen-Grenze und auch nicht, was Sie ja so gerne machen, haben Sie einmal versucht, Eilanträge handeln. Hier ist die Rede von Anträgen von und insbesondere von Genehmigungen für Dritte im Außenverhältnis, nicht im Innenverhältnis. Zur Präzisierung und Klärung haben wir einen Antrag gestellt, liegt Ihnen vor. Insbesondere bei der Kompensation von Steuerausfällen dürfte das zu interessanten Diskussionen führen.
Da gibt es nämlich keine Anträge. Sehr geehrter Herr Boddenberg, Ihre Reaktion auf die Frage einer Journalistin der Hessenschau, sie war, glaube ich, sogar hier, was Sie denn von dem Urteil halten, war originell, aber im Rahmen dessen, was wir von Ihnen so gewohnt sind. Ein Boddenberg macht keine Fehler. Mein Vater hat Franz Josef Strauß für einen eloquenten, intelligenten und hochgebildeten Minister gehalten. Nur Kanzler, meinte er, durfte er nicht werden, solche Menschen nicht werden. Die führen nämlich ohne Skrupel und ohne Unrechtsbewusstsein auch mal über eine rote Ampel. Für Ihre Konsterniertheit haben wir ja Verständnis. Es drängt uns aber der Verdacht auf, dass Sie zumindest in diesem Moment gar nicht richtig verstanden haben, was mit diesem Urteil über Sie und die gesamte Regierung Bouffier da so hereinbrach, die uns nicht als besonders regierungsfeindlich bekannte Journalistin bezeichnete das Urteil als eine veritable Klatsche. Das würden wir natürlich nie tun. Ihre Antwort klang so. Und diese Interpretation wird in aktuellen Erklärungen der Regierung leider beibehalten, als ob sie dem Gericht geradezu dankbar sein müssten für die gewonnenen Erkenntnisse während der Anhörung und für die wertvollen Urteile in dem Urteil, die sie ja bereitwillig in eine geänderte Version eines ansonsten guten Gesetzes einbauen wollten. Das ist nicht wahr. Das GZSG ist nicht gut. Das GZSG nicht schlecht, das GZSG ist schlicht verfassungswidrig. Das ist eine ganz andere Kategorie. Da gibt es nichts zu verschlimmbessern, es ist null und nichtig, und das wissen Sie ganz genau. Für einen Minister, der den Landtag sonst mit einer erkennbaren Selbstsatisfaktion, mit einer großen Präferenz für kleinste Details, mit tiefen Kenntnissen und profunden Einsichten in die Haushalte von Bund, Land und Kommunen beeindruckend will, und ich muss gestehen, manchmal sogar kann, ist das auffällig und verdächtig blauäugig. Die Realität sieht ganz anders aus. Alle Produkte der Anlage, Herr Wagner, alle Produkte der Anklage wurden Ihnen von der Alternative Deutschland und in Teilen ebenfalls von weiteren Fraktionen der Opposition gebetsmühlenartig über anderthalb Jahre vorgetragen. Ich kann es mir gar nicht mehr anhören, hier über die Details zu sprechen. Wir haben doch alles beantragt, wir haben alles eingereicht, wir haben alles versucht, Sie haben alles abgelehnt, wie Sie es immer machen. Die AfD hat Ihnen als erste Fraktion bereits in der 48. Sitzung der zweiten Wahlperiode, schon am 2. Juli 2020 gesagt, dass sie eine Normenkontrollklage beim Staatsgerichtshof einreichen wird, falls sie das GZSG in dritter Lesung an dem Tag noch beschließen würden. Sie hatten also jede Menge Zeit, diesem vernichtenden Verdikt des Staatsgerichtshofs zuvorzukommen. Für die notwendigen Erkenntnisse hätten sie wirklich nicht bis zum 27. Oktober warten müssen. Nun möchten wir Sie, Herr Boddenberg, nicht alleine im Regen stehen lassen. Wenn man Ihnen nicht böswilliges Verhalten oder Absicht unterstellen will, und das tun wir nicht, kann man Ihr Vorgehen nur verstehen unter der Annahme, dass Sie und Ihre Umgebung bis in die Regierungsspitze sich in der Verfassung im Haushaltsrecht nicht wirklich auskennen. Wenn Sie allerdings wussten, dass Sie aufgrund eines verfassungswidrigen Gesetzes gehandelt haben, dann hätten Sie ab heute ein größeres Problem. Ich möchte diesen Kreis noch etwas erweitern. Wie kann es sein, und da gucke ich jetzt mal vor mich, wie kann es sein, dass zumindest 69 Abgeordnete der CDU und Bündnis 90 die Grünen immer wieder im Haushaltsausschuss und im Plenum Maßnahmen und Ausgaben zugestimmt haben, von denen Sie eigentlich hätten wissen müssen, dass das zugrunde liegende GZSG verfassungswidrig war. Gibt es denn in diesen beiden Fraktionen nicht wenigstens einen Abgeordneten? Gab es denn in der den Minister beratenden, unterstützenden Mannschaft und in der Verwaltung keine Mitarbeiter und Beamte, die den Mut hätten haben müssen, ihm in den Arm zu fallen, wenn er es selber schon nicht besser weiß? Die AfD hat jedenfalls alles in ihrer Macht Stehende versucht, dem Recht Geltung zu verschaffen und die Fehler der Regierung zu korrigieren. Bis zu einem Gesetzentwurf für ein Volksbegehren sind wir gegangen.
der mit der Artikel 141 Hessischer Verfassung so vervollständigt und abgefasst wird, damit dem Willen von über 70, ich habe gerade gehört, 77 sogar, der hessischen Wähler im Rahmen der Schuldenbremse Genüge getan wird. Wir haben mit unserem Antrag etwas länger gebraucht. Das ist richtig. Das lag aber nicht daran, Frau Schatzauer, dass wir den Briefkasten des Staatsgerichtshofs nicht gefunden haben, wie Sie behaupteten. Wir haben uns einfach besser als die SDP und die FDP vorbereitet und konnten damit erreichen, dass unser Normenkontrollamt, Sie können es nicht mehr hören, habe ich den Eindruck, und konnten damit, dass unser Normenkontrollantrag im Gegensatz zu Ihrem nicht nur in Teilen obsiegt hat. Wir wussten, dass unser Antrag wasserdicht sein musste. Uns war bewusst, dass man einfache Gesetze durch neue Gesetze ändern kann. Anstatt sich am Ausführungsgesetz die Zähne auszubeißen und dann hier wohlfeile Kritik einzufahren, musste man lediglich die notwendige Schwelle von 2/3 der Abgeordneten des Landtags in die Verfassung schreiben, wie das in anderen Ländern geschehen ist. Warum haben nicht wenigstens die Abgeordneten von FDP und CDU unserem Gesetzentwurf zugestimmt? Es war doch ihre eigene Initiative zur Verankerung der Schuldenbremse in der hessischen Verfassung, bei denen Sie leider einen Fehler gemacht haben, Herr Dr. Hahn. Die CDU hat im Frühjahr 2020 ihr eigenes Gesetz zur Schuldenbremse, auf deren Erfolg sie über 10 Jahre zu Recht stolz war, unwirksam gemacht. Bezeichnend für die unglaubliche Arroganz der Herren, den ich mich adressieren möchte, ist, glaube ich, nicht mehr da, aber stellvertretend für andere, mit der Abgeordnete der Regierungskoalition solchen Bemühungen der Alternative für Deutschland für den Erhalt und die Wiederherstellung von Rechtsstaatlichkeit entgegenzutreten, ist der Redebeitrag des Abgeordneten Frank-Peter Kaufmann vom Bündnis 90 Die Grünen in der 75. Plenarsitzung am 20. Mai 1971. Ich nehme mir hier diese Minute als Luxus einmal raus. Das stellt die gesamte Atmosphäre dieses Landtags dar. Aus uns unverständlichen Gründen meinte er, seine Eloquenz und seine Wichtigkeit unterstreichen zu müssen mit einem Zitat einer Rede von immerhin Cicero, nicht wahr? Dessen erste Rede gegen Catilina im Senat Roms auf Latein und mit dem Zusatz, ziemlich frech, wer ohne hessisches Abitur ist, mag die Übersetzung im Protokoll nachlesen. Für die Abgeordneten, denen Herr Kaufmann meinte, eine Übersetzung anfügen zu müssen, hier die deutsche Version. Wie weit wirst du es am Ende noch treiben im Missbrauch unserer Geduld? Wie lange noch wirst du dein rasendes Beginnen uns verhöhnen? Wie wird die zügellose Frechheit, die sich trotzig brüstet, ihr Ziel finden? Das war Herr Kaufmann in Deutsch. Sehr geehrter Herr Kaufmann, da ich kein hessisches Abitur habe, haben Sie wohl mich gemeint. Ja, Sie dürfen ja Nachfrage stellen. Der Staatsgerichtshof hat Ihnen die verdiente Antwort auf Ihre unverschämten Fragen geliefert. Als Bürger Hessens müssen wir ausdrücklich die Landesanwältin, eine beeindruckende Frau, und den Richtern des Hessischen Staatsgerichts danken für ihre kritischen, eingehenden Fragen, ihr Engagement und insbesondere für ihren Mut, in einer komplizierten Angelegenheit richtungsweises neues Recht zu sprechen. Wir haben uns ausgesprochen wohlgefühlt. Dieses Urteil wird nicht ohne Konsequenzen bleiben können. Herr Wagner, da muss ich Sie noch einmal ansprechen. Wenn Sie sagen, dass das in anderen Ländern auch so ungefähr gelaufen ist, jawohl, diese Länder werden Probleme bekommen über dieses Urteil. Für ähnliche Fragestellungen in anderen Ländern und im Bund. Der Hessische Staatsgerichtshof sollte ein Beispiel sein für die höchsten Gerichte in Deutschland. Ich denke da ist Bundesverfassungsgericht. Was soll nun werden? Was kann man lernen? Was können wir retten aus dem vor dieser Regierung angerichteten Scherbenhaufen? Die Regierung kann unser Verhalten und unsere Mitarbeit, soweit sie dazu in ihrem Ekel überwinden kann, immer an folgenden prinzipiellen Aussagen messen. Erstens. Die Abgeordneten der AfD stimmen als Partei des Rechtsstaates nur verfassungsgerechten Gesetzen zu. Zweitens. Wir werden uns streng an die Vorgaben des Staatsgerichtshofs halten und auch weiter dafür eintreten, dass alle Parteien
dieses einhalten. Bei der Arbeit der Regierung werden wir deutlich unterscheiden zwischen erstens Maßnahmen, die eindeutig für die Überwindung einer von der Regierung nicht zu verantwortenden und von ihr im normalen Rahmen nicht mehr zu beherrschenden Entwicklung unbedingt notwendig werden, auch zur Vermeidung langfristiger Schäden. Das haben wir bewiesen. Wir haben diesen Gesetzen zugestimmt. Zweitens. Fehlern, die die Regierung bei diesen Maßnahmen macht und in ihren Auswirkungen und Kosten zu verantworten hat, da stimmen wir jedenfalls nicht zu. Und das, Herr Wagner, diese Fehler, was meinen Sie denn mit öffentlichem Geld? Können Sie eine kollabierende Wirtschaft retten? Das ist doch Unsinn. Da müssen Sie erst einmal ein bisschen außerhalb von Deutschland arbeiten. Drittens. Ausgaben, die zwar unter der Überschrift einer nicht mehr zu beherrschenden Entwicklung beantragt werden, aber in Wirklichkeit Fehler der Regierung kaschieren und korrigieren sollen. Genau das macht die Koalition in Berlin. Sie will, das haben Sie bei den Wirtschaftsrücklagen für die Flüchtlinge ebenfalls gemacht, es wird unter einem bestimmten Titel wird der Kredit aufgenommen, und nachher geben Sie es für Fahrradwege und Solarzellen aus. Und das kann nicht richtig sein. Maßnahmen, die eindeutig nichts mit Situationen zu tun haben. Wir waren im Haushaltsausschuss, das muss ich jetzt einmal sagen, wenn in den Ausarbeitungen der Regierung stehen ja solche Analysen des Wahlverhaltens. Wir waren oft in sehr unangenehmen Situationen. Wir hätten eigentlich keiner einzigen der von der Regierung vorgeschlagenen Maßnahmen und Ausgaben zustimmen sollen, denn finanziert wurden die Maßnahmen ja über das nach unserer Verfassung verfasst widrige GZSG. Bei einigen Titeln haben wir zähneknirschend zugestimmt, weil die Folgen der Nichtausführung für die Menschen sonst zu problematisch geworden wären. Aus dieser Zwickmühle hat uns das Urteil des Staatsgerichtshofs nun befreit. Wir werden der Regierung weiterhin auf die Finger schauen, und wir werden uns nicht scheuen, neue Verfahren anzustrengen. Wir haben gelernt, wenn man gewinnt, 8-8, bekommt man die gesamten Kosten rückerstattet. Das ist natürlich ein Ansporn. Wie wichtig das ist, kann man sehen an der Verwahrlosung der Sitten, die auch im Bund schon zu beobachten ist. Das wird im Rahmen der Regierungsbildung und der Koalitionsverhandlungen ernsthaft darüber nachgedacht, ich habe das eben schon gesagt, unter dem Titel Corona weitere Kredite aufzunehmen, für die noch gar keine Projekte, noch gar keine Anträge vorliegen. Diese sollen dann unter Aussetzung der Schuldenbremse in die Rücklagen überwiesen werden, damit man das Geld später für vollkommen andere Vorhaben zur Verfügung stellt. Das erinnert mich an das GZSG hier in Hessen. Nur Sie haben sich in die Rücklagen gestellt, Sie haben es gleich ausgegeben. Das Gericht hat unter Vorbehalt eines verfassungsgemäß ordentlich aufgestellten Haushalts die im Jahre 2220 veranschlagte Kreditsumme von 12 Milliarden Euro zwar kritisch betrachtet, das haben Sie richtig gesehen, Herr Wagner, aber nicht bemängelt. Ausgehend von dieser immensen zusätzlichen Verschuldung ergab sich dann ursprünglich rein rechnerisch eine Tilgungsfrist von 30 Jahren mit für jedes Jahr präzise festgelegten Tilgungsraten ansteigend von 200 auf 445 Millionen Euro pro Jahr. Ich vertreibe ja die Leute hier. Unter Beibehaltung dieser Tilgungsraten und nichts spricht dafür, diese zu ändern. Er rechnet sich für eine Rückzahlung der insgesamt im Rahmen des GZSG aufgenommenen Kredite von zukünftig voraussichtlich 6 Milliarden von 16 bis 17 Jahren anstatt von 30. Wir bedauern sehr, Herr Staatsminister Boddenberg, dass unser Angebot einer aktiven und produktiven Mitarbeit, Zusammenarbeit, wie sie unter dem damaligen Finanzminister, Herr Dr. Schäfer, im Frühjahr 2020 angenommen wurde, von Ihnen ohne jede Begründung ausgeschlagen wurde. Bei dem Verfahren vor dem Staatsgerichtshof ist vollkommen außen geblieben, da möchte ich jetzt mal darauf eingehen, welche immensen Folgen mit unnötigen, astronomischen Kosten und großem menschlichen Leid diese Regierung gemacht hat. Sie hätten die Vorschläge unseres Abgeordneten Volker Richter, da sitzt er, beherzigen sollen. Dem Land wären viele Schulden erspart geblieben. Anstatt massiv in geeignete Maßnahmen zu investieren, um eine so schnell wie mögliche Rückkehr zu einer normalen Aktivität aller Bereiche zu erreichen, wurde Geld vornehmlich für die schon entstandenen Schäden ausgegeben.
Dieses Tohuwabohu wird jetzt auch noch festgesetzt. Erst haben Sie Impfzentren errichtet, dann haben Sie geschlossen, und jetzt machen Sie wieder auf. Mein Gott, in den Impfzentren kostet die Impfung, wie viel war das noch? 7-mal so viel wie beim Hausarzt. Das muss man sich mal vorstellen. Mit Spannung sehen wir den geänderten Plan. Zahlen Sie den Hausärzten 60 Euro und dann machen die das. Ja, Sie können ja gleich eine Frage stellen. Mit Spannung sehen wir den geänderten Plänen der Regierung entgegen für den Haushalt 2022, aber auch für die Planungsperiode bis 2025. Ihre grünen Freunde in Berlin, sehr geehrter Herr Boddenberg, werden dafür sorgen, dass ein Herauswachsen aus den Schulden über ein starkes wirtschaftliches Wachstum wie in den Jahren 2010 bis 2019 nicht mehr möglich sein wird. Die Schuldenbremse wird nur mit massiven Sparmaßnahmen und unter weitgehender Auflösung der Rücklagen einzuhalten sein. Das haben wir gefordert 2020 unter zunehmend widrigen nationalen und internationalen wirtschaftlichen Bedingungen. Und in 10 Jahren geht die demografische Bombe los. Dann möchte ich mal sehen, was Sie hier zurückzahlen. Die Regierung Bouffier wird den Bürgern in Hessen einige schlechte Nachrichten überbringen müssen. So einfach, wie sich diese Koalition den Wahlkampf im Jahre 2023 mit der Schatulle von 12 Milliarden Euro zur freien Verfügung im Rücken ausgemalt hatte, wird er nicht werden.